Willkommen bei Martins Bushcraft. Wie ihr euch so ein Paracord-Armband selber knüpfen könnt, das zeige ich euch jetzt. Um so ein Armband knüpfen zu können, brauchen wir wirklich nicht viel. Und zwar Paracord und ein Messer. Und von dem Paracord brauchen wir ein Stück, das 20 cm lang ist und ein Stück, das 2 Meter lang ist. Wenn das Armband hier außen und hier innen eine andere Farbe haben soll, dann brauchen wir von diesem 2 Meter Stück jeweils 1 Meter Stücke in den unterschiedlichen Farben, die man dann einfach hier so stumpf aneinander schweißt. Bevor ihr anfangt mit dem Knüpfen, müsst ihr euch noch entscheiden, ob ihr eine mit so einer Schnalle haben wollt oder so eine Variante mit nur einem Knoten, die auch super hält. Den hier habe ich von so einem Schlüsselband abgemacht. Das kriegt man ja überall hinterhergeschmissen. Und wenn ihr ja so ein altes habt, und dann könnt ihr das rausschneiden. Und das ist echt sehr gut, praktisch und hält er auch super fest. Dann fangen wir mal an. Und zwar nehmen wir uns hier dieses 60 cm Trägermaterial. Wenn ihr eine Schnalle habt, macht sie hier schon rein. Ansonsten lasst ihr das gerade so. Macht hier erstmal einen ganz normalen Knoten. Und legen uns das so hin. Von unserem 2 Meter Material, dass wenn es zwei Farben sind, die hier zusammengeschmolzen sind, legen wir uns mal die Mitte hier unten drunter. Als nächstes führen wir die linke Seite hier drüber und nehmen die rechte Seite, das Ende, hier unten drunter durch und hier wieder vorbei. Danach ziehen wir mal alles zusammen. Und der Anfangsknoten sieht dann so aus. Den können wir jetzt noch hier oben hinschieben, dass hier eine kleine Schlaufe übrig bleibt. Und jetzt zum eigentlichen Knüpfen. Wir nehmen uns hier die rechte Seite und legen wie so ein S. Dann nehmen wir uns das Schnurende von der linken Seite und gehen hier durch diese Schlaufe hindurch und hier wieder raus. Danach können wir das Ganze festziehen. Dann nehmen wir das von der linken Seite und legen wieder so ein S. Nehmen das von der rechten Seite hier rein, unten drunter durch und hier wieder raus. Und dann ziehen wir es wieder fest. Dann wieder mit der rechten Seite. Hier rein, unten drunter durch und hier wieder raus. Und man kann es schon erkennen. Und so geht es dann weiter. Mit der linken Seite, mit der rechten Seite, mit der linken Seite, mit der rechten Seite und also weiter.
So, ich bin hier am Ende jetzt angekommen und kann jetzt hier die Enden noch kürzen. Und zwar hier so ein Stück. Und zwar dann einfach hier hoch und das andere hier dran. Also hier auf der Höhe. Und dann kann man die hier noch zusammenschmelzen. Nachdem jetzt die Enden zusammen sind, kann ich es jetzt hier schön ums Handgelenk drum machen. So, und der Knoten, der hält echt gut. Und ich habe ein schönes Armband.